schwach, drum lieber Heiland mach, dass ich den guten Folge flink gehorche deinem Weg. Guten Abend, meine kleine Freund. Nun hier wieder die gute Nachtgeschichte mit Tante Anna. Mein Herz, das freut sich heut in dieser schönen Zeit. Es lobt und dankt mit frohem Mut, mein Heiland ist so gut. Tienja, von dir habe ich eine ganz interessante Geschichte verjüngt. Will ich zuhören? Seid ihr auch ganz gespannt? Na dann wollte ich euch erst in Hebräer 13, der Vers 2 lesen. Gastfreundlich zu sein, vergeht nicht. Wir in Dordesch haben manche ohne ihr Worten Engel abgenommen. Tienja, kennt ihr das Sprichwort? Ein früher Gast ist niemals los. Jo, leider ist dort nü in dieser Zeit so, dort viele Menschen gar nicht Gastwellen abnehmen. So geläufen dort es viel zu viel Arbeit. Und wann die Menschen dann noch Gast kriegen, dann scheiden die dort zur Nacht ein Hotel, oder sogar in ein Gasthaus. Nun soll ich mal die Geschichte hören, von dort fremde Kind. Ohne Welt kommt, da stund ein armes Hüstchen. In dort Hüstchen, da wohnt ein armer Hundarbeiter. Die Arbeiter, die deuten Tag über Holz hacken, und damit verdäunen die sein Brot. Hei hat noch eine Früh, und zwei Tienja, ein Jungtje und ein Mädchen. Die Tienja, die werden gehorsam und lieb zu den Eltern. Und die dürfen auch fleißig bei der Arbeit mithalten. Einmal zu oben sollten die Lied bei dem Unkastisch. Ja, dort wird Winter und Büten schneidet. Und der Winter püßt so ja stört. Die Lied, die haben nicht viel auf dem Tisch. Sie haben da bloß ein Brot, aber sie werden froh, dass sie dort Brot haben. Sie dürfen Gott von ganzem Herzen danken für das, was sie haben. Und dann nahm der Vater nach der biblischen Geschichte und lest dort, was fährt. Ob einmal es hören soll, dort puttert du ein Fenster. In eine feine Stimme rübt ganz schwach. Ah, oh, lud mi doch in jün Hüs. Et si ein armes Kind. Und et hab nüscht im Eden. Et hab auch tschöne steht, wo et schluben kon. Et geläuf, et wo bild von Hunger und Frost amkum. Lud mi doch bitte, bitte nen. Dann hübsen die Tschöne von ihre Stolle ab. Sie rannten ne de dir und mögen de ob. Und dann sahen sie ein armes, verfrorenes Mädchen für der Stunde. Dann sehen sie, komm nein, armes Kind, wir haben selbst nicht viel, aber wir haben mehr als du hast. Und dort, was wir haben, dort werden wir auch mit dir dolen. Dort fremde Mädchen, komm nein. Sie gingen im Ofen und dort sich ihre Fingertjes da abwärmen. Die Fingertjes werden auch ganz stief von Frost. Und dann gaufen die Tienja auch was zum Eten, dort wo sie hoden. Als sie dann gegeten hat, dann sehen sie da auch, du sitzt aber so ja moid üt. Komm, leih dich doch in uns Badje. Wir können auch auf ein Bein schlupen. Dann seht dort fremde Kind, leuwe Fuder im Himmel, möchtest du denstet vergelten? Und so leiden dort Jungtje und Mädchen ihren kleinen Gast, ne er batte. Da können sie sich duleihen. Und sie deiden Arte. Und sie dachten, ah, oh, wie gut haben wir dort doch. Wir haben ne warme Stuf. Und wir haben uns batte. Und dit arme Kind, dort haf gar nichts. Aus bloß dem Himmel zum Dach. Und die Erde zum Lörer. Aus die Eltern dann zurückgehen.
Dann lehnen die Kinder sich auf ein Bänk beim Ofen an. Und dann sehen sich umsicht. Dort fremde Kind, dort wird sich bestimmt freuen, dort er in uns warmen Bad geschlupen kann. Gute Nacht, gute Nacht. Und dann schläuben die Kinder ein. Alle schläuben sie in der tüste Nacht, ganz gelädlich. Dort wird warm, und sie holen sich noch Tür gedeiht. Und dann, aus der Sonne abhängt, dann ab einmal weit die kleine Marie ab. Sie weit pinig ihren Bruder ab. Und sie sagt zu dem, Valentin, nu weit du mal ab. Weit du mal ab. Hörsch mal. Hörsch mal. Wenn du schon die Musik da büten ist, der Valentin, der räuft sich die Augen. Und der hörst, was wird das? Wer singt da büten? Dort hielt sich so schön. Dort werden so wunderbare Klingen und Singen. Sie können so eine schöne Stämmen hören. In die Stämmen, die werden mit einer Hoppe gelegt. Was kann das sein? Hörst mal. Schaut mal, was die da singen dürfen. Wir grüßen dich mit Harfenschlag. O heiliges Kind. Und Lobgesang. Du liegst in Ruhe in dunkler Nacht. Wir halten treu bei dir die Wacht. Wer dich aufnimmt, wird hoch entzückt. O heil dem Haus, das du beglückt. Die Tschenja, die Horden mit obne Mila. Jo, über dem's komm, ohne Freude Angst. So jeden langsam im Fenster. Um zu checken, wer das singen dort. In Osten sagen, da wird die Sonne abgehen dort. In der fernen Hüß, da stünden viele Engel. Die hatten alle goldene Hoben in den Händen. In die sunken mit so einer schönen Stämmen. In die hatten so eine schmacke silberne Kleider an. Jo, Leute, Tänja, wer wie auch daran denken? Dort wie Menschen abnehmen dünn. Wann wie dort dünnen, dann det Gottes Sehen ob uns rühen. Weil wie jieren de andere Menschen halten, in doi en uns Hüß abnehmen. En nu wel wie nach beten. Läuwe Heiland, du hast viele düsend Engel, ab de sie ihr dir schickt, damit sie uns abposen, en uns beleden dünn. Halb uns, dort wie auch de andere Menschen abnehmen dünn. En komm auch du, Herr Jesus, bei uns ein Hüsnen, en sieh auch du, uns Bastard Ghost. Amen. Mit den Augen lass mich sehen, mit den Ohren lass mich hören, mit dem Munde lass mich loben. Das wird die Tänja-Ondacht über das Buch, denn ihrer ist das Himmelreich, von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht, mit den Händen lass mich dienen, mit den Füßen lass mich folgen, mit dem Herzen lass mich lieben, dich, Herr Jesus, ganz allein.